So, hallo und willkommen zu Imperial Galactic Survival. Wir wollen die Drohnenbase mal ein bisschen klar machen und dachten, wir nehmen euch dazu. Also, viel Spaß und Andi ist natürlich dabei. Genau da auf dem Plateau und dann mit dem Arsch Richtung Drohnenbase. Ich glaube, das sollte gut sein. Ja, genau, jetzt noch links rumdrehen und dann ist gut. Nicht weiter. Will bloß nicht von denen getriggert werden. Vor uns ist ja auch noch was. Jetzt runter. Okay. Ich schalte um. Landung aktiv. Alle Geschütztürme waren aus. Okay. Ich bin mal richtig rausgekommen. Hast du ein Rolltor und Tor zu? Warten wir darauf, dass der Schild sich aufbaut. Okay. Hier leider nichts. Meine Kamera ist noch irgendwo anders. Jetzt kann Mit ich. der Kamera ist. Ja, die Kamera dürfte keine Hitbox haben, aber dann könnte man damit auch spionieren. Das wollen sie abschalten. Stehe ich ja. Ah. Attention, it geht los. Das wird wie eine Ruckelpott Oh, hier ist überall Zyraxens. %. Sind wir schon mal los? Links von dir? Ja, wir haben überall Geschütze. Ja, Grunter sind Donnerwischen. Boah, was ist hier los? Ja, Drohnenbasis. 80% hier, 70. Musst weg. Jetzt 18. sollte Ruhe sein. Oh, da ist noch einer. Jetzt 9. Ich sehe es. 4. Hier sind noch mehr. Uah. Schild 0. Jetzt kriegen wir Schaden. Ich wollte mich in der Grube verstecken, aber das war wohl nichts. Da waren noch mehr Zyraxen. 0% Schaden, behauptet der. Das glaube ich denen aber nicht. Da sind überall Beulen drin. Oh ja. Oh, vor uns sind wieder ganz viele Fuzzis. 10% erst Schild. Dann setz zurück. Bleib hinter Berg. Die Drohne ist auf dem Weg zum Schiff. Wird das Schiff selbst mit fertig? 30% Schild, 50%, 90%. Was die Fuzzis aushalten, ey. Könnte das, wenn die oben Schild haben. Ja, ne? Boah.
96 Schild. Sobald wir das Kleinzeug los haben, können wir vernünftige Angriffe fliegen, aber Kleinzeug und tschüss. Wenn der einmal eine volle Tour macht, ist Schluss. Kleinen Scheiß noch loswerden. Oh, du grüne Neune, was ist denn da los? Das Ding ist ganz schön bissig. Ja, die leuchten wirklich, als ob die selbst ein Schild hätten. Jetzt geht's in die Vollen. Oh, wie viel Laser? Die müssen weg. 75, 74. Wie viel Laser haben die denn bitte? Oh Gott. Oh, 40. Wie weit schießen die? Ja, das frage ich mich auch gerade. Die ist 600 Meter entfernt. Hallo? Ah, 46 ist noch gut. Puh. Boah. Sagt die Muni? Oh, sieht noch ganz okay aus. Nächste Tour. Runter. Schieß mal dahin. 60 durch. Das mir wird schlecht. Nicht nur dir. Ist ja fast unmöglich, das Ding zu plätten. Oh, wir haben noch 10%. Ja. Boah. Den kriegst du ja fast gar nicht platt. Also wie viele Angriffswellen du da fliegen darfst? Vergiss doch mal die NPCs. Die locken ganz schön ab mit den NPCs. Boah! Der Dauerfeuer, ey. Dass die NPCs so viele wie möglich loswerden. Alter, die Laser, guck dir das an. In einer Reihe.
ist ja krank. Schießt. 38, 30. Jetzt waren wir doch gerade voll. 4. 1. Wir waren doch gerade voll. Boah. Ich glaube, von 3 kommst du da nicht mit an. Das sind schon wieder 3 Drohnen da. Prozent. %80. Boah. Was die aushalten. Die Geschütze haben ja auch so viel Power von denen. Wow, wenn die einmal loslegen, ist der Schild weg. 50, 30, 16, 9, 19. Schild 8. Oh. Puh. Oh, ich glaube, ich baue da gleich Bohrer vorne drauf, dann buddeln wir uns einfach dahin. Das ist doch krank. Ich würde sagen, bring mich zum Schiff zurück, dann komme ich mit meinem Kleinen. Die holen dich sofort runter. Könnt ihr aber die Drohnen vom Hals halten und der klebt wie. Hier ist cool, hier treffen sie dich nicht. Oder reagieren nicht. Ja. Jetzt reagieren sie. Wir haben aber ein paar Geschütze schon weggeholt. Wenn ich früher zurückgehe, baut sich der Schild schneller auf, wenn er nicht auf 0 war. Mhm. 84, 100. Noch nicht ganz voll. Jetzt. Sobald nur ein Schiff zerstört ist, reagieren auch die Laser. Ja. 60, 50, 40. Die ganzen NPCs sind das Problem. Wir haben maximale Bewaffnung, mehr geht nicht. Außer eventuell ein zweiter Panzer, aber... ...75... ...64... ...58... ...45 weg. ...27... ...22... 17. Was ist denn da noch, ey? Schießt immer darüber. NPCs. Okay, die scheinen jetzt weg zu sein. Truppentransporter rechts. Das ist eine Drohne. Was die einstecken? Wir spielen auf normal. Ist aber nicht normal. Sonst mit den 2 Treffer waren die weg. Ja, die haben hier hohes Level, ne? Meine Kanonen schießen nicht. Haben wir 50 die Schild? Die Waffen haben nicht geschossen, meine. Die schießen und meine nicht. Jetzt kaputt. ...27, 25... ...22... ...18. Ja, ich wollte die Drohne noch wegholen. Boah. Warum schießen denn meine Waffen nicht auf die Geschütze?
Wahnsinn. Das könnte der Strom gewesen sein. Warte, bis der Strom wieder verfügbar ist jetzt. Nein. Ja. ...75, 65... ...52... ...49. Schild. Ja, aber auch noch roter Strom. Jetzt. Boah, wie viele Drohnen spucken die denn aus? 75. Meine Geschütze tun wieder nichts. 57, hau ab. Rückwärtsgang. 30. 26. Was ist denn da so buggy mit den Geschützen? Die Geschütze. Generatorfarbgeschütze. NPC-Fraktion, Warp-Geschütz montierte Waffen, Schubdüsen. Verstehe ich nicht, warum die jetzt so buggy sind. Und schon wieder Drohnen. Die lenken die ganze Zeit die Geschütze halt ab, ne? 80%. ...70... ...59... ...55... ...30. Warum spinnen meine 12. Geschütze so? Das ist ja Quatsch. Boah, die spucken Drohnen aus wie sonst noch was, ne? Wechsel. Was stecken die Drohnen denn ein? Die sind nur Level 5, die Drohnen. Vor dir. Hinterm Felsen verstecken sie noch zwei rechts. Schütze reagieren wieder nicht. Jetzt. Brauchen ja nur eine Seite clear. 60, 58, 50, 40. Die Geschütze reagieren unglaublich schlecht.
Ja, die schießen wieder nicht. Nur ich muss schießen. Automatik schießt nicht. Prozent. Sechzig. Fünfzig. Rückwärts kommt langsam. Die ersten Geschütze sind schon weg. 70 wieder. Der will aber das Geschütz da nicht treffen, das rote. Hol das Ding da weg. Na also. 50. Oh Mann. Ganz schön krass. 90%. 100. Siebzig. Sechzig. 50. Na komm, jawohl. Pass mal auf, ich habe eine Idee. P. Out. Artillerie. Ja, anschleichen und. Artilleriegeschützturm ist so gut wie Schrott. Das ist unser Problem. Mich hier anschleichen und Dynamit darauf klatschen. Warte mal. Ich kann auf den Geschützturm auch nicht zugreifen. Doch jetzt. Bums. Bam, weg. Zwei Treffer von der Arti. Aber die lädt halt so unglaublich lang. Deswegen schießen die Waffen nicht mehr. Die haben alle reichlich Schaden kassiert. Bums, Geschütz weg. War ein sauberer Treffer. Auch sauberer Treffer. Siehst du, wenn du selber schießt? Sehr effizient. Auch weg. Wird rote. Ich hoffe, da hinten, weil ich auf der rechten Seite im Himmel blinken sehe, ist kein großes Schiff. Auch weg. Das ist ein sauberer Treffer und die sind weg. Muss ich warten, dann kann ich raus. Biobug. Ja. Muss ich gucken, dass ich das nächste finde. Da ist es. Oh. Ah, ist mir egal. Ziehe jetzt durch. 93, weil ich muss klemm dann fest, wenn ich schieße. Ich kann da nicht raus. 88. 85, müssen wir austanken. Naja, 80. Das war's, da ist noch ein grünes. Müsste ich auch von hier wegkriegen. Schild ist bei 100. Auch noch einen. Okay.
Schiffchen. Rechte Seite. Oder Drohne wieder. Ja gut, das müssten die Autogeschütze hinkriegen. Ich kann halt nicht raus aus dem Zielmodus, bis die Knarre vollkommen nachgeladen ist. Mhm. Na endlich. Hat aber jetzt auch gedauert. Okay. Na, die Drohne steht da noch. Da ist noch ein Lasergeschütz. Ja, komm, Geschütze, feuert. Natürlich voll aufs Falsche, ne? Schild ist noch gut. 90%. Jetzt volles Risiko, okay, ich habe das rote Geschütz weggekriegt. Keine Ahnung, auf was die da gerade schießen, wahrscheinlich befestigt. Ah, da oben ist eine Waffe. Ich hab sie weggeholt. Ja, auf der ganzen Reihe ist nur unsere Waffen. Ach so, das ist noch alles voller Waffen. Mhm. Die sind noch überall zu wachsen. Oh ja. Ja, kommt, schießt. Meine Geschütze. Keine Munition mehr? Nee, glaube ich nicht. Schießen wohl nur auf sehr nahe Entfernung, das ist nervig. Bei unserem Schiff scheint auch Halligalli zu sein. Ja? Ja. Mal gleich mal schnell gucken. Das eine Lasergeschütz weg. Okay. Bei unserem Schiff soll Halligalli sein. Wo muss ich denn lang? Rechts lang. Wo lang steht und davon nach rechts. Geradezu jetzt. Geht ja nicht mehr, ich habe mir den gelöscht. Können wir auch mal eben in die Reparaturstation. Deswegen schießen die Waffen nicht mehr so genau, weil die viel Schaden haben. Aber da ist nichts, ich sehe keinen roten Punkt. Schild ist auf 100. Alles gut. War aber im Tolligolli. Mal aufs Rapdock. Aussteigen? Ja, ja, wegen der Reparatur. Aber wir haben noch kein Loch, nur Beulen. Mal gucken, wie schlimm es tatsächlich ist. Die Waffe ist noch kerngesund. Die ist auch kerngesund. Ach, das 10% bedeutet 10% Schaden. Okay, ist fast alles noch top. Aber bevor wir es gleich abparken und da drin reden gehen, ne? Mhm. Reparatur starten. So, dann nutzen wir das und sagen danke fürs Zusehen und die Erstürmung sehen wir dann in der nächsten Runde. Also, bis dann. Tschüss. Tschüss.